Okay, das ist schon nice. So, stellt euch vor, hier, ihr wohnt hier. und der Baum steht mitten auf dem Weg. Dann noch einer. Und damit herzlich willkommen zurück. Beziehungsweise auch herzlich willkommen zum ersten Mal zur ersten richtigen Folge. Was ihr hier seht, ist tatsächlich noch das dritte und letzte Tutorial, das ich eben noch schnell in dieser Timelapse gezockt habe. Und zwar ist mir aufgefallen, ups, da gab es noch ein weiteres Tutorial. Das habe ich hier noch ganz schnell erledigt. Dort wurde dann ja von mir auch gefordert, dass ich mit so ein paar Vorgaben hier einen neuen kleinen Plot baue mit so ein bisschen Park und so und diesem Hausmann-Style, dem typischen parisianischen Stil. Genau, das habe ich hier noch schnell erledigt und dann ein Foto gemacht. Ja, genau, und wir sind jetzt hier in der ersten richtigen Folge. Wir werden jetzt auf jeden Fall auch sehr viel uns mit Timelapsen bedienen. Hier seht ihr, wollte ich eigentlich ein Liveplay machen und das ein bisschen erklären. Leider ist mir die Audio abhanden gekommen. Und zwar haben wir hier uns ein paar neue Baukategorien zugelegt. Man verdient ja nach jedem abgeschlossenen Plot, beziehungsweise nach jeder abgeschlossenen Aufgabe oder Szenario oder wie auch immer. So diese Credit Points, Stars, ich habe keine Ahnung, irgendwie steht da gar nicht, wie die heißen. Also ich habe es bisher jedenfalls noch nicht gefunden. Aber genau, man kann die sich halt eben, also von diesen Credits da, wie auch immer, diese neuen Gebäude kaufen. Gebäudetypen jeweils, beziehungsweise ganze Bundles von Gebäudetypen. Und genau das habe ich hier gemacht. Und ich glaube, wir werden auch jetzt in dieser Folge schon genau welche von diesen in Verwendung sehen. Wir werden ganze drei kleinere Projekte haben und am Ende nochmal ein großes Projekt, wo ich euch das auch noch im Liveplay erklären werde. Hier haben wir immer noch ein bisschen engere Vorgaben. Es gibt noch nicht so viel Großes zu tun. Hier sollte man erstmal ein Plaza bauen. Was ich erst nicht gecheckt habe, also es muss wirklich komplett ein Rechteck mit hier rechtwinkligen Ecken sein. Genau, ich habe gedacht, hier wäre es richtig cool. So sportliche Freizeit und so ein paar Basketballplätze aufzustellen. Und es hat irgendwie perfekt gepasst, dass wir genau vier Plätze reinpacken konnten. Das war super, ich war richtig happy damit. Genau, weil das sieht, also ich finde es so nice, vor allem auch mit dem grünen Außenrum, ist doch cool. Könnte auch was anderes sein, so habe ich später überlegt. Allerdings, ja, ist das auch so ein bisschen vorgegeben. Man hat schon einige Limitierungen, was das Spiel so angeht, wie man alles angehen kann. Hier habe ich ein bisschen länger mitgebraucht und zwar sollten wir hier Parkplätze bauen. Und ich habe erst so die Aufgabe noch gar nicht so ganz verstanden, muss ich ehrlich sagen. Da hatte ich so ein bisschen meine Probleme mit, bis ich wirklich komplett dahinter gekommen bin, was von mir gewollt war. Dass tatsächlich die Zugänge zur Straße wirklich nur so klein sein dürfen. Und das, also 10 Meter ist hier irgendwie echt, also gefühlt ziemlich klein. Deswegen, ja, also ich weiß noch nicht so mit der ganzen Skalierung. Ich glaube, ich bin da noch nicht so ganz durch. Aber ich glaube, das kommt auch. Und ich habe gedacht, irgendwie so diese ganz flachen Parkplätze irgendwie, die finde ich nice. Allerdings brauchte ich jetzt hier noch ein bisschen mehr Parkfläche. Insofern habe ich gedacht, ach komm, quetsche ich da noch ein bisschen was rein. Das sah irgendwie auch, ja, noch einem Platz aus, wo halt noch Platz war. Also, es hat ganz gepasst. Aber wie gesagt, ich fand eigentlich hier diesen flachen Parkplatz besonders schön. Klar, da passt jetzt nicht ganz so viel rein, aber das war für mich okay in diesem Fall. Und wie gesagt, da jetzt auch nochmal ein hohes Ding reinzubauen, I don't know. Und die letzte dieser drei ersten Aufgaben, die wir hatten, war, ja, man musste so ein bisschen Grünflächen schaffen. Ich weiß gerade nicht mehr genau, was das Wort war, was sie hier verwendet hatten. Allerdings habe ich wirklich dann auch das so mir gedacht, dass ich ja solche Durchzugsorte schaffe, also da, wo halt die Luft wirklich komplett durchziehen kann, dass wir auch wirklich eine gute Belüftung der Stadt haben. Auch das ist tatsächlich ein Ding, was für die tatsächliche Stadtplanung von Relevanz ist. Man kennt das zum Beispiel aus Köln oder ich glaube auch aus Paris tatsächlich, dass wir diese grünen Gürtel haben und die sind tatsächlich nicht nur irgendwie schön so als Park und so, sondern auch sehr praktisch, um eben die Stadt zu belüften, weil in der Stadt durch Dichte und hohe Besiedlung kommt es tatsächlich auch zu einem schlechten
Klima zu einer schlechten Luft. Also ich meine, so weit hergeholt ist das gar nicht. Und ja, deswegen sind da diese Parks auch zum Durchlüften ganz praktisch. Und jetzt kommen wir hier zu meinem bisherigen Lieblingsprojekt. Und hier haben wir ein bisschen länger verbracht und ich fand es auch echt cool, weil ich hatte auch gefühlt eigentlich mehr Freiheiten als bisher, obwohl wir eigentlich auch recht strenge Vorgaben hatten. Man kann das, glaube ich, hier erkennen. Also es war schon limitiert, was man machen durfte. Trotzdem hat es sich so angefühlt wie bisher die freiste Aufgabe und ich konnte hier wirklich mal mit den Häusern rumprobieren, mit den ganzen Dächern und Fassaden und so. Ich wollte jetzt noch nicht irgendwie crazy abgehen oder so, weil ich will das Ganze auch von vorne bis hinten realistisch halten. Das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, wo ich mir Mühe gebe. Deswegen, also ihr seht hier auch noch ein bisschen, wie ich ja die Sachen verändere. Also das, was jetzt man hier sieht, das wird ja doch, da wird schon einiges bleiben. Aber jetzt in das Haus links nicht mehr. Naja, jedenfalls sehr spannend fand ich auch diese Aufgabe. Also es wurde auch so ja von dem Chef, den wir haben, so erzählt von wegen, ja, das ist halt so mit den strengen Vorgaben und so von der Stadt. Tatsächlich, Fun Fact am Rande, habe ich auf jeden Fall auch vor, jetzt die nächsten Folgen häufiger einzubauen. Stichwort Urban Governance. Tatsächlich sind die Vorgaben, die von den Städten kommen, in der Regel werden weniger. Und zwar ist tatsächlich eben geht der Trend hin zu einer eher liberaleren Stadtentwicklung, so dass ja wir eigentlich auch mehr Freiheiten haben oder haben werden. Und ich glaube auch tatsächlich hier in dieser Karriere von The Architect Paris wird es noch in Zukunft so sein und ich werde auch immer mehr Freiräume, glaube ich, bekommen. Naja, und das ist auf jeden Fall das, wovon ich ausgehe und was wir hier, glaube ich, noch erwarten dürfen. Ich weiß noch nicht, wie es jetzt in der näheren Zukunft aussieht und wie viele Vorgaben da noch kommen. Jedenfalls bin ich bisher eigentlich voll happy damit, wie es läuft. Also vor allem jetzt nach dieser Aufgabe hier, die hat mir schon sehr gefallen. Irgendwie, es hat echt Bock gemacht, es hat echt Spaß gemacht. Und auch mit dem Endergebnis war ich sehr zufrieden. Deswegen ja, sehr, sehr nice. Ich habe hier ja verschiedene Häuser gebaut, hier abwechseln. Ich wollte man eben noch nicht zu viele verschiedene Stile irgendwie, dass das ja, komisch aussieht. Wie diese zwei Stile eigentlich nur verwandt wahrscheinlich verwendet. genau, und dann ganz am Ende, genau in der Ecke, werden wir gleich noch einen anderen Stil sehen. Ich habe hier diese ganzen Gebäude so mit, also die konnten halt eben nicht so groß sein von der Breite und Länge, deswegen sind sie so klein, wie sie sind. Und jetzt sieht man hier am Ende, an der Ecke, habe ich gebaut, habe ich, oh meine Jüte, habe ich gedacht, was baue ich denn da in die Ecke? Was ein bisschen so spannender ist, damit es nicht nur das gleiche ist. Vor allem, es war ja auch ein bisschen spannendere Form von dem Grundstück. Und dort habe ich eben, ja, dieses, ja, etwas, ich weiß nicht, ist es ein Renaissance? Naja, nicht sicher. Naja, also halt eben so ein bisschen historischeres Gebäude hingebaut und ich habe mir vorgestellt, dass das irgendwie so eine Art Bibliothek sein könnte. Dass ich das, glaube ich, auch ein Hinweis von The Architect Paris irgendwo im Ladescreen oder so. Man kann sich eben doch Gedanken machen über die Funktionen der einzelnen Gebäude, um ein bisschen mehr Realismus reinzubringen und genau das habe ich hier. Und damit sind wir wieder zurück im Live-Play und wir sind hier in unserem ganz neuen Plot und ich bin echt doch zufrieden damit, wirklich, muss ich sagen. Hier haben wir das Gefängnis nebenan direkt. Und hier die ganze Straße lang haben wir unsere Gebäude so ein bisschen gestaffelt. Hier in der Ecke habe ich gedacht, eben unsere Bibliothek. Ich mag das auch, wie hier wir dazwischen immer schön was packen konnten. Das war ja so vorgegeben vom Spiel, dass die Gebäude halt nicht direkt aneinander durften. Und ich habe die, also ich habe da jetzt verschiedene Sachen dazwischen gepackt, eben hier so kleine Parkplätze, kleine Courtyards und auch so kleine Durchgänge. Und eigentlich mit am meisten zufrieden bin ich hier mit, ich habe das noch ausgewählt, wahrscheinlich ist das ein Problem, bin ich hier mit unserem Park, den wir ganz am Ende gemacht haben.
Und ich kann mich irgendwie nicht mehr so richtig. Ich kann nicht mehr so richtig nach unten zoomen. Ich bin sehr zufrieden, wie dieser Park jetzt am Ende zustande gekommen ist mit dem Teich, der wirklich quasi einmal hier um unser Gebäude geht. Wir haben hier nochmal so kleinere reingebaut gegen Ende hin. Hier haben wir so ein bisschen so Office. Also ich glaube, hier ist so dann so Hausmeister und Wohnungsverwaltungsgeschichten und sowas. Ansonsten haben wir hier noch diese kleineren Gebäude, die auch anders ausgerichtet sind als die, die jetzt hier direkt an der Straße sind. Ich fände es schon cool, wenn ich jetzt irgendwie da nochmal ein bisschen näher reinzoomen könnte. Aber ja, help, help, help. Ich weiß gerade nicht, wieso der das nicht will. Vielleicht gehen wir mal in den Kameramodus. Aber auch das, naja, es funktioniert wenigstens ein wenig. Dann gehen wir mal hier in den Kameramodus und, boah, der ist auch echt nicht so einfach zu bedienen, finde ich. Und versuchen jetzt nochmal hier unten uns das Ganze anzugucken. Kann man das auch irgendwie Outline Selection? Sehr nice. Das habe ich, glaube ich, schon länger gesucht. Ich weiß ja nicht mit den Texturen hier. Boah, jetzt bin ich richtig Ground Level. Okay, das ist schon nice. So, stellt euch vor, hier, ihr wohnt hier. und der Baum steht mitten auf dem Weg. Dann noch einer. Oder sind auch Menschen. Genau. Schon nice. So, und dann gucken wir uns das nochmal. Ja, die Steuerung ist echt so ein bisschen eine Geschichte. Gucken wir uns nochmal von hier an. Wow. Also ich weiß gerade nicht mit dem. Machen wir das mal hier ein bisschen anders. Machen wir mal. Wir machen Sunny. Machen Sunset vielleicht. Bro, okay. Like, there we go. There we go. Ist das nice oder ist das nice? Zack. Screenshot gesaved. Ey, ich bin mega happy damit. Ich bin mega happy damit. Und wir kommen hier auch wieder raus. Ich bin sehr happy damit. Ich weiß jetzt nicht, wo das. Ah, hier, da. Ich musste das auswählen, um ein Foto zu machen, um das Ganze abzuschließen. Genau. Ich bin mega happy damit und ich bin auch mega happy mit der Folge. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns tatsächlich erst in der nächsten Folge wieder. Und dann bauen wir ein bisschen weiter in Paris und werden nochmal ein paar neue Sachen ausprobieren. Wir haben auf jeden Fall jetzt auch genügend von diesen Credits hier, um uns nochmal neue Sachen zu kaufen, neue Gebäudearten und so. Deswegen freut euch auf jeden Fall auf die nächste Folge. Ich freue mich auch extrem, nochmal ganz neue Sachen zu bauen. Bis dahin, macht's gut. Bye bye.